Tag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Race Driver Grid. Und ich habe keine Ahnung, hier ist der Controller, jetzt geht's weiter. Und zwar in Europa. Ja, wir haben endlich alles abgeschlossen. Wir sind in der A-Liga von Europa. Wir haben die Wahl immer noch zwischen Langstrecke und Prototyp. Ich würde sagen, wir machen Prototyp, wir fangen von unten an. Wir räumen sozusagen das Feld von hinten auf. Es ist nur eine Strecke, aber die ist verdammt lang in Frankreich, Le Mans. Und wir haben die freie Auswahl zwischen vielen verschiedenen Autos. Den Mazda, der war eigentlich ganz geil. Oder den Nissan, den haben wir aber nicht. Deswegen würde ich sagen, wir benutzen gleich den Mazda. Der war eigentlich geil. Das einzig Störende bei dem war eigentlich der Scheibenwischer, der mitten im Sichtfeld war. Aber ansonsten schönes Auto. Nehmen wir. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es wird. Prototyp ist ja jetzt nicht so meine Königsdisziplin. Ein bisschen zu schnell. Aber die Herausforderung ist es ja, was einen stark macht. Nicht, Gavin? Gavin, bist du bereit? Das letzte Mal war Gavin ja so ein paar Siege zugeschoben. Er war zum Schluss Erster, hat sich auch sehr gefreut, hat bei der Feier zum Schluss ein bisschen übertrieben. Aber ich denke, heute ist er wieder fit, hier in Le Mans. Takumo. Dabei bleibt's. So, es geht los. Wo ist Gavin? Gavin, kein Plan. Es sind 4 Runden und es ist verdammt lang. Ja, das war natürlich echt schlecht genommen, die erste Kurve. Also von außen nach innen bis jetzt habe ich das noch nicht so richtig in die Tat umgesetzt. 10. Platz. Ja, es fährt sich halt wieder komplett anders jetzt, ne? Ja, da fährt er mir schön rein. Können wir gleich nochmal machen, habe ich keine Chance mehr aufzuholen. Da fährt er mir eigentlich richtig schön rein. Ich kann die Kurve nicht mehr nehmen. Okay, da müssen wir jetzt erstmal reinkommen ins Rennen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen kniffliger. Gerade von diesen engen Kurven in Japan ans letzte Mal gekommen. Jetzt nicht so mega Highspeed. Auf diese Strecke hier. Wieder falsch genommen, die Kurve. Wieder falsch genommen. Alter, Karre! Oh, diese Karre, ey. Man kann doch wenigstens durch den Dreck rollen, oder? Ja, ja, auf Konfrontation bin ich eigentlich hier nicht so aus. Das geht für mich meistens ein bisschen nach hinten los. Ich begreife es gerade nicht so richtig. 16. Platz. Das ist schlecht. Gavin führt das Feld an. Wir haben ja auch gesagt, wenn Gavin Erster ist, zählt es auch für uns. Ist ja eigentlich geil. So, schaffen wir die 400-Marke. Jawohl, 400 km/h. Alter Latz. Fährt sich aber relativ ruhig, die Karre, ne? Und die da vorne, die gehen so ein bisschen aufeinander los. Da könnte man Glück haben, dass die vielleicht nochmal einen Unfall bauen. Alter, guckt euch das an. Die Karre battelt. 415 km/h. Oh, da hat er schon wieder einen Platz verloren. Alter, guckt euch das an. Okay, okay, okay. Yes. Was für ein Trick. Einfach den Reifenstapel auf die Straße geschoben. Und alle anderen fahren da rein. Okay. War nicht so geplant, gebe ich zu. Aber effektiv. So. 12. Durch diesen Fahrfehler. So ein Hund. Da verfange ich mich hinten. Alter, direkt vors Schnäuzchen gesetzt. So, 10. Platz. Oh, Gavin muss da vorne ein paar Plätze lassen. Wird auch bedrängt. Aber wir konnten uns ein bisschen vorkämpfen auf Platz 10. Ja, das ist wieder gut. Dieses hämische Gut kann er eigentlich auch lassen, oder? Ja, nicht so optimal genommen, aber er da vor uns auch nicht. Alter, der ist direkt an uns dran. Ted! So, immer noch die erste Runde. Also, wenn das so weitergeht. Scheiße, ich sehe nichts. Oh, das war krass.
Ja, ach komm, da bin ich doch nicht dran gekommen. Da bin ich doch nicht dran gekommen. So geil durchgekommen und zack. Okay, die Kurve nicht ganz so eng nehmen. Neunter Platz. Okay, die Jungs, die machen Fehler. Wir müssen uns langsam vorkämpfen. Zweite Runde. Ah, Leute. Ah, dass ich diese Kurve nicht kriege, ey. Ich könnte so kotzen. Fährt sich halt wieder ganz anders, ey. Ich bin jetzt wirklich so ein bisschen noch nicht drin. Okay, das nervt wirklich. Ich meine, ganz klar, er fährt ja auch nur die Kurve. Ja, da gibt er mir einen mit, weil er auch natürlich auch einlenkt, aber meh. Ist natürlich jetzt auch doof. Ja, da schlackert er ein bisschen, tritt aber schön auf die Bremse, kann sich wieder abfangen. Ja, 10. Platz ist natürlich noch nichts. Da müssen wir noch ein bisschen was rausarbeiten. Deswegen, ich bin ja auch noch nicht bereit hier für die 24 Stunden von der Nordschleife. Ist ja nicht 24 Stunden von Le Mans. Aber so fühlt sich's auch an. Alter, seine Karre bettelt aber auch ordentlich. So, 410. Also die Schäden machen sich bemerkbar. Jetzt geht's ein bisschen abwärts. 1 km/h konnten wir noch rausleiern. Schön im Windschatten können wir ranfahren. So, eigentlich, das ist echt nicht... Es tut mir so leid, ich habe irgendwas im Hals. Das ist echt nicht so meine Disziplin hier. Dieses mega Highspeed-Gedöns. Alle merken doch, dass ich nach links lenke, oder? Ich glaube, die Karre ist Schrott. So, wir müssen auf die Eisen treten. Ich glaube, da hat sich irgendwie die Achse verbogen. Irgendwas ist da im Argen gewesen eben. Okay, jetzt kann ich wieder lenken. Ich glaube, die Vorderachse hat es komplett zersäbelt. Deswegen konnte ich konnte überhaupt nicht mehr nach rechts lenken. 2 Plätze gut gemacht. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Wiederholungen wir noch haben. Eine? Hoffentlich habe ich noch eine. Fährt mir rein, ey. Ganz ehrlich, fährt mir rein. So eine Sackratte. So, find's auch viel geiler, wenn der Sound laut ist. Deswegen, Frontscheibe muss raus. Ist sowieso die ganze Sitzheizung und der ganze Krempel. Die Klimaanlage funktioniert nicht richtig. Einfach die Frontscheibe raus. Das ist gut. Gavin platziert sich hier immer weiter vorne. Fährt das Ding einfach geradewegs runter. Der kann das aber auch. Du bist... Der ist echt vorne. Der Gavin, Alter. Jetzt hier kein Fehler, kein Fehler. Jetzt könnte man eventuell... Das ist zu gefährlich. Wenn die da irgendwo hängen bleiben, dann semmer ich genau mit rein und dann ist es auch für mich Zapfenstreich. Jetzt zum Überholen ansetzen. Wieder einen Platz gut gemacht. 4. Platz. Ab in die vorletzte Runde. Fährt mir wieder rein, dieser Sack. Ja, ich weiß aber warum. Weil diese Sackratte es mir kaputt gemacht hat. Na warte. Wenn ich das deiner Versicherung petze, dann sehen wir uns vor Gericht wieder. Gavin. Ja, das stimmt doch gar nicht. Er übertreibt halt mal wieder. So, jetzt hier, Highspeed. Ich hoffe, die Hinterachse, die bringt's noch. 4. Platz. Oh oh, Tyrell hat es geschafft, hier auf den ersten Platz zu flutschen. Gavin nur auf Platz 3. Im Moment bin ich der Kerl auf Rang 3. Ja, unsere Karre schafft es auch nicht mehr so ganz. Doch, 410, 411. Ja, wir brauchen halt ein bisschen Windschatten, ne? Ja, mit Windschatten kommen wir halt nochmal auf die 415. Komm, noch 2 km/h, das schaffen wir. 14. Wir nehmen den linken. Au. Alter, die Schlacker da vorne. Aber wir kommen da nicht ran. Oh, Entschuldigung,
Ja. Kein Problem. Alles gut. Ich habe bloß den Achsenbruch auch vorne herbeigerufen. Das ist sozusagen negative Bejahung. Wenn hinten kaputt ist und steuert dagegen, muss man vorne auch kaputt machen, damit es dann wieder richtig lenkt. Das ist so wie, wenn der Sender beim Fernseher früher nicht richtig eingestellt wurde, dass man einfach auf den Fernseher haut. Alter, Gavi! Du bist weder genau hinter mir. Weißt du, eben hat das einfach übertrieben. Er dreht sich. Jetzt kann er sagen, du hast dich echt übel gedreht, Junge. Es tut mir echt leid für dich. Aber dafür nehme ich jetzt nicht meine letzte Rückspulfunktion. Gavin, du hast tapfer gekämpft. Aber der da vorne, der gehört mir noch. Den schnappen wir uns noch, den Jungen. Los, komm. So, jetzt könnte man Glück haben, dass er vielleicht auch nochmal da hängen bleibt. Zwischen diesen Stapeln. Zwischen den Stapelchips. Ah, super durchgekommen. Konnten wieder ein bisschen Weg gut machen. Steven Dames. Oder Stefan Dumont? Nee, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Das weiß wahrscheinlich auch seine Familie nicht. Okay, zurückspulen. Ach shit, ich hätte gedacht, dass ich natürlich hier wieder Grip kriege und gleich wieder auf die Strecke komme. Keine Wiederholung mehr. Nein, das ist dumm. Das war dumm. Total unnötig. Total unnötig hier reingesammelt. Ach, da hätte ich ihn dann doch einfach nur überholen müssen. Jetzt darf ich nicht zu viel riskieren. Fünf, zwei könnten wir eventuell noch kriegen. Wenigstens einen dritten. Das ist durchaus drin. So, unsere Karre muss jetzt nochmal alles rausleiern. Komm. Alter. Geil, wir kommen wirklich im Windschatten dran. Wir kommen ran und wir haben noch ordentlich was. Der Sack setzt sich vor uns. So, Gavin, mach Platz. Das ist Kopf an Kopf hier. Okay, leicht verkeilt, alles wieder im Lot. Die schenken uns hier nichts. Sehr gut, Gavin, sehr gut. Jetzt keinen Unfall provozieren. Lieber auf die Eisen gehen. Wir haben keine Wiederholung. Wir haben keine. Welcher Wichser war das? Welche blöde Sackratte hat uns hier. Hier, abgebremst. Okay, ihm reingedümpelt. Und jetzt bricht uns wahrscheinlich das Vorderrad raus. Ja, na gut. Das war tatsächlich unser Auffahrunfall. Und da bricht uns das Vorderrad raus. Scheiße. Scheiße. Wir hätten es schaffen können. Ich gebe zu, ich war einfach in der letzten Runde auch. Es lag am Sitzkissen. So, okay, aber jetzt. Wir wollten es uns ja auch nicht so einfach machen. Auf zum Tanz. Zum zweiten Mal. Ist auch ein geiles Rennen. Scheiße, ey. So locker hätte ich das machen können. So, wieder falsch gelenkt. Krieg wieder einen mit. Er fährt mir hinten so rein, dass ich nicht mehr lenken kann. Oh, sind die Typen unfair, ey. Ich würde ihm auch gerne so mal schön hinten einen reintreten, dass er sich dreht. Aber ich muss mich jetzt beruhigen. Ihr merkt es ja, ich bin schon wieder so leicht in Rage. Geht hier nicht. Jetzt heißt es einfach beruhigen. Ich habe leider meinen Beruhigungstee nicht hier. Ansonsten wäre das natürlich alles kein Problem. Jetzt aber schön im Windschatten wenigstens so ein, zwei Plätze hier noch holen. Und dann frühzeitig auf die Bremse treten. Nicht wieder volle Möhre rein. Okay, er versucht uns hier. Ja, gibt uns wieder eine mit. So ein Stück Scheiße hoch 10. Hinterachse schon wieder leicht angedupst. Und wir machen hier einfach keine Plätze gut. Die fahren mir echt ein bisschen zu aggressiv. So, 10. Platz. Wenigstens einen Platz gut gemacht.
Mann, ey. In der Kurve bremsen die echt sowas von stark ab. Okay. Achse vorne gebrochen. Müssen wir leider nochmal machen. Ey, Mann, ey, was ist denn mit den Achsen los? Haben die keinen Bock mehr, irgendwie Achsen zu produzieren, die auch mal was abhalten? So, 9. Platz. Eine Wiederholung schon wieder verplempert hier. Ich würde so gerne hinten einfach mal einen reingeben, aber es wird negative Folgen. Er gibt uns eine mit. Alles klaro. Ich glaube, er hat uns aber auch nicht so ganz gesehen. Zack, schön reingehoppelt. 7., 6. Technisch sauber überholt, Junge. Yes, 3. Platz. Gavin hält da vorne den ersten. Unsere Karre ist eigentlich noch okay. Also ganz ehrlich, einmal Waschstraße durchjagen, dann kannst du den eigentlich beim Gebrauchtwarenhändler fast für einen Neupreis noch verkaufen. Jetzt vielleicht nicht mehr. So, Vorderachse hat jetzt auch was abgekriegt. Rechtes Vorderrad. Aber lenktechnisch kann man das noch relativ gut ausbalancieren. Ich bin gerade in Schleudern gekommen. Naja, abfangen. Und wir sind in der ersten Runde und sind 3. Platz. Also ist nicht so schlecht gerade. So, ich habe keinen Bock da vorne jetzt reinzudümpeln. Aber wir müssen natürlich jetzt auch dran vorbei. Yes! What? Okay. Ich glaube, hinter uns hat es ein paar zersäbelt. Okay, Kollege. Ich bin 3. Oh, man. Jetzt bin ich vorne. Da weiß ich wieder nicht, wo es lang geht. Yes, natürlich. Ich kenne die Strecke jetzt, Alter. So ist das. Oh, der ist dicht dran. Shit, ey. Die sind wütend, die Jungs. Die sind wütend. Die wollen uns eine reindrücken, das wissen wir doch. Und wir haben jetzt keinen, der uns hier irgendwie Windschatten spendet. Ah ja, aber der fährt links im Dreck. Also wir hören es ja auch. Da ist irgendwie ein bisschen Dreck auf der Strecke. Da hätte man drüber fegen können. Hat keiner Bock gehabt vorher. So, frühzeitig bremsen da hinten. 440, 415. Wir haben es maximalste wieder rausgeholt. Mehr geht nicht. So, leichte Rechtskurve und da hinten kommt dann die scharfe. So, das ist die leichte. Ey, wir fliegen hier über den Asphalt. Das ist der Hammer. So, da hinten sehen wir sie. Leicht drauftreten, um da hinten dann voll um die Kurve zu kommen. Und wieder schön raus beschleunigen. Zack, komm. Jawohl. Sehr geil. So und nicht anders. Die Strecke gefällt mir. Gefällt mir echt, obwohl ich überhaupt, wie gesagt, nicht so der Highspeed-Man hier bin. Okay. Yo, vielen Dank dafür. Keine Ahnung, wusste wieder nicht, wo es lang geht, ey. Das ist so zum Kotzen manchmal. So, ganz, ganz fies abgekürzt. Zum Glück gibt es hier keinen Linienrichter. Tyrell Green, okay, du hast natürlich hier die Streckenkenntnis und nutzt das Haar richtig beschissen aus, dass ich die nicht habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich da noch 2 Runden. Ja, lass mich raten, Gavin. Alter, voreinsetzen und bremsen, das sind die Besten. Das sind solche fetten Reichen, die sich schnelle Autos holen können, aber nicht fahren können. Ne, das sind sie. Wichtig sind, ist, dass sie fett sind. Das macht sie in dem Sinn unsympathisch. So, du Pisser. So schon mal gar nicht. So, Tyrell. Du denkst, du hältst dich hier aus unserem Gerangel raus? Niemals. Jetzt kriegst du auf den Sack. Unser Battle hier hinten ist ein Battle da vorne. Der wütende Mob geht langsam auf dich los. So, Highspeed. Tyrell, aber diesmal war... Ey, warum ist der hier so schnell? Tyrell, dein Kumpel ist ziemlich schnell, aber sein Vorderrad, das eiert schon ein bisschen.
Tyrell Green fährt da auf dem Dreckstreifen. Ich weiß nicht, warum er das macht. Macht dadurch so rund 3 km/h miese. So, leichte Kurve, dann die scharfe Kurve. So, leicht einen mitgegeben. So, ich verteile jetzt auch ein paar Schellen hier. Zack, richtig schön geschnitten. Da mussten sie auf die Eisen treten. Gavin hat es geschafft, durch unsere Maßnahme natürlich auf Platz 3 zu flutschen. Vielleicht macht er auch noch Tony Brand alle. So, jetzt wird's frickelig. Wie war denn das jetzt? Rechtskurve, direkt danach Linkskurve. Ah, die ist scheiße, die Kurve. Ja. Ich glaube, du bist mir gerade reingefallen. So, ey, man kann diese Kurve da hinten halt nicht einsehen. Ich sehe das nicht, weil die genau auf dem Horizont liegt. Das macht's nicht so einfach. So, jetzt können wir noch ein bisschen Zeit rausfahren. Und zwar... Na, wo kommen sie denn? Die Stapelchips. Das wollen diese Reifenchips. Gibt's bestimmt auch. Pringles mit Gummigeschmack. So, anbremsen, durch. Zack, Nummer 1. Nummer 2. Yes. Tony, da kannst du dir noch was abgucken, wie man dann sogar noch einen Rasen mäht. Ich bin vor der Zeit, sozusagen, zurück in die Zukunft. Ja, das ist schlecht. Nee, ich sehe dich irgendwie komischerweise vor mir. Gefällt mir aber auch nicht. Ich wollte es nicht zurückspulen. Das hat er sich fair verdient. Ich muss die Kurve auch irgendwie mal lernen. Gavin, Alter, wir spielen im Team, Junge. Okay, Tony Brand führt das Feld hier an. Highspeed. Jetzt können wir nochmal schön Windschatten ausnutzen. Na los, Tony. Tony. Ja, da versucht er uns einen Windschatten zu klauen. Ah, so schon mal gar nicht. So, 415, mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Der schlackert auch hin und her. Wir kommen ganz, ganz langsam ran. Jetzt innen dran. Okay, da macht er uns den Weg dicht. Jetzt fahren wir außen lang. Kommt ja eine Rechtskurve. Jetzt haben wir. Und zack, Junge. Schön geschnitten. Komm, Gavin, hol dir den. Hol dir den, Toni. Lass ihn zappeln. Ah, jetzt haben wir natürlich echt einen guten Vorsprung. Jetzt nochmal. Warte mal, so. Und jetzt kommt die Kurve. Und okay, jetzt haben wir es. Jetzt kam hier unsere Kurve, wo wir mal ganz gut überholen konnten. Zack, knapp übers Grüne. Ja, guckt euch das an. Das ist einfach das Optimum. Langgezogene Kurve, leicht anbremsen, wieder Vollgas geben. So, jetzt kommt nochmal unsere Stapelchips. Alter, da hinten irgendwie hängt doch da alles schief. Das gehört doch so nicht dahin. So, jetzt, komm. Und anbremsen, durch. Shit. Okay. Da wollte ich wohl doch etwas zu viel. Ich wusste jetzt aber noch, dass wir Wiederholung haben. Deswegen wollte ich es jetzt einfach mal riskieren. Wartet mal. So, zack, zack. Anbremsen und durch. Anbremsen und durch. Ja, ja, gut, okay. Also mit 400 Sachen kommt man da doch nicht durch. Aber so. Sehr schön.
Da sieht man den Schatten auf meinem Gesicht nicht so. Ups. Vom Bobschutz. Sehr schön. Erster Platz. So gehört sich das. So nicht anders. Und Gavin hat es leider nur auf den dritten Platz geschafft, aber trotzdem Applaus. Applaus. Gute Leistung. Gut gemacht, Granate. Ordentliches Rennen. Damit kommen wir wieder etwas voran. Etwas voran. Gut hier, jawohl. Schöne Reifen, Virgin, Mobile und BF Goodrich. Sehr schön. Da können wir wieder was abhaken, würde ich mal sagen. Und damit... Oh, ist falsch abgehakt. Das ist natürlich falsch. Damit bleibt dann für die nächsten Parts Langstrecke in Europa. Gavin freut sich, ich freue mich. LMP 2 und 1 sehe ich da in Le Mans. Und wir brauchen anscheinend neue Autos. Zumindest steht da schon was ab 5 Millionen und ab 6,6. Also wir brauchen noch ein bisschen Geld. Das haben wir. Das geben wir aus. Das tun wir gerne. Für euch doch immer. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.